Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ja, im letzten Part ein trauriges Schicksal. Unsere liebe Eule konnte fliegen, aber sind in einen Sturm geraten. Und jetzt haben sie sich verloren. Und wir suchen jetzt, beziehungsweise Ori sucht jetzt nach ihm. Haben wir noch hier die schöne Fähigkeit hier erhalten. Das sieht schon fast aus wie so ein Schwert, kann man sagen. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ja, ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich freue mich schon. Au, 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 putsch. Die waren fies, die Stacheln da. Aua! Okay. Das war jetzt Fail. Komm schon. Energiekugel. Du hast eine Energiekugel gefunden. Sammle sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Alles klar. Voilà. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Uri fliegen weiter. Was? Uri fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Ah. Drücke zum Anlegen. Zap. Okay. Das ist cool, die Fähigkeit, definitiv. Obwohl. Ob man es jetzt unbedingt braucht, ist fraglich. Man sammelt ja eh immer alles ein. Aber kann ja nicht schaden. Wenn man mal was übersehen sollte, ne? Ja, guten Tag. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, alle Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher. Gehe zum Wächter des Sumpflands. Quolok wird dir helfen, den Weg zu finden. So, da müssen wir hin. Wächter des Sumpflands finde Quolok. Alles klar. Neue Quest finde Quolok. Drücke Tab. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. So, schauen wir mal hier nach unten noch. Ich probiere natürlich alles weitestgehend zu erkunden. Wie es nur geht. Wir werden natürlich bestimmt wieder auf Sachen stoßen, wo wir noch nicht hin können werden. Aber das kennen wir ja schon. Na, hier fängt es zum Beispiel schon an, ne? Da
fehlt mir mein lieber Moment. Geht das? Oder bricht die Brücke? Ah, es geht sogar. Okay. Oh nein! Na komm her, mein Freund. Jawohl. Ah, und nochmals. Oh, zwei von denen. Jawohl. Sehr schön, hat doch gut geklappt. So. Ah, da ist was versteckt. Gefunden. Geh mal schon hier runter. Ich weiß nicht. Mal, wie weit wir hier kommen. Boah, das werde ich nicht schaffen, oder? Na, komm. Nein. Okay. Nochmal, komm. Eigentlich ist eh egal. Könnten wir sogar von der anderen Seite probieren, dann machen wir mal. Oh! Oh, ich liebe diesen Sound von dem Spiel, also die Musik, geil. Und da ist auch schon der Doppelsprung. Drücke Space, um zu springen, und drücke dann erneut Space, um noch höher zu springen. Jawohl. Das haben wir gesucht. Jawohl. Kibrik, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bleibe an Wänden kleben. Nehmen wir natürlich gleich mit. So, sehr schön. Hat sich doch schon mal gelohnt, hier nach unten zu gehen. Jetzt einen schönen Doppelsprung haben wir jetzt. So, und jetzt kommen wir auch darüber. Ach, ist der wieder da. Heilig Spechle. Genau, es bleiben die sogar an Bänden kleben. Sehr schön. Ja, gut, dann haben wir hier alles. Hier wird es nicht. Ne, hier geht es auch nicht weiter tatsächlich. Aber wir könnten noch nach unten irgendwie. Müssten wir mal noch schauen, wie. Aber hier können wir ja auch noch schauen gehen. Ob hier noch was ist. Ah ja. Zum Beispiel hier nach unten können wir noch nicht. So, jetzt können wir aber zurück. Komme ich hier irgendwie hin?
Sternenkristall, den holen wir uns. Okay. Then let's do it. Okay. Ah, die Geschichte kennen wir ja. Oh, jetzt. Jawohl. Schon mal den ersten Schlüsselstein. So, jetzt sollte ich ohne Probleme hier rüberkommen. Ja, wunderbar. Ja, hier haben wir tatsächlich schon alles. Wow. Na, hier nach rechts können wir noch gehen. Ah, das kennen wir auch. Das Licht aus Portalen fließt durch ganz Niveln. Genau. Drücke 1, um Geisterbutter zu aktivieren und Gesundheit und Energie herzustellen. Und natürlich gleichzeitig ein Speicherpunkt. Bringt mir das Geisterportal überhaupt schon was? Na, so stelle ich ja nur Gesundheit her. Ja, genau. Keine weiteren. Aber gut. Wir werden welche finden. Mal wieder nach oben und dann schauen wir, wie es weitergeht. Okay. Rechts waren wir ja schon, ne? Jawohl. Genau hier, wo wir noch nicht weiter können, merken wir uns, denn da unten ist irgendwas. Das haben wir natürlich erst einen, ne? War das so gedacht? Haben wir was vergessen? Ich glaube es fast. Ah, nee. Alles klar. Ich dachte mir schon. So, die Frage der Fragen. Kann Uri schwimmen? Ich glaube nicht. Noch nicht. Sollen wir es austesten? Okay.
Test nicht bestanden. Ein bisschen tiefer. So. Jawohl. Nein. Komm runter. So ist brav. So. Warte, könnten wir da mal rechts schauen noch? Jawohl. Irgendwas wird hier das sein. Oh, hier ist nichts, okay. Muss er das wieder höher kommen? Da rechts ist schon noch irgendwas. Moment. Und ich war jetzt nicht weit genug rechts. Das kann natürlich. Ja, genau. Also. Fragment einer Lebenszelle. Du hast eine Lebenszelle vervollständigt. Dein Maximalleben wurde erhöht. Jawohl. Ich dachte mir doch gerade. Schön, dass es eine Karte gibt. Ohne die wären wir garantiert aufgeflogen. Was Moki sprechen? Bist du ein Geist? Dann erzittere Geist. Du stehst Mok dem Mutigen gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß. Aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Einer Trophäe wie dem Schädel von Hole. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn dir der Schädel zu schwer ist. Ich habe Hole im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Okay. Und da haben wir die Nebenquests. Gehen wir nach Osten? Ja, warum nicht? Wir müssen ja quasi eh nach Osten. Ach, hi. Na, wie gefällt's dir da unten? Komm, ich komm runter. Jetzt müssten wir auch da hoch kommen. Jetzt. Holla, holla, holla. Okay, ich sehe schon, der Rückweg wird spannend. Fangzahn von Hole, du hast einen neuen Gegenstand gefunden. Eine ausgezeichnete Trophäe für einen tapferen Moki. Jawohl. Na dann bringen wir ihn mal zurück. So, und da oben ist auch was, aber... Da werden wir noch nicht hinkommen. Nee. Garantiert nicht. Das heißt, wir kommen hier irgendwann mal zurück. Außer ich könnte nach da, nach oben. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Oh, oh, oh. Es könnte klappen. Oh, das ist ganz knapp. Oder können wir es doch noch nicht?
Oh. Es reicht nicht. Da fehlt nur so ein kleines Stück. Okay, wir machen das mal ganz schnell. Nein, okay. I give it up. Okay. Wir werden irgendwann dorthin kommen. Bin ich mir sicher. So, Muki, ich hab was für dich. Oh, ein echter Fangzahn von Howl. Jetzt wird niemand mehr an Mock den Mutigen zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Sehr schön. Freue ich mich. Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Nebenquest abgeschlossen. Ja, sehr schön. Tintenmoor. Huh? 34% abgeschlossen. Da links hätten wir vielleicht noch schauen können, bin ich mir gerade unsicher. Durchkommen wir noch nicht, aber bald. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Ori and the Will of the Wisps. Bis zum nächsten Mal, eures Visi. Ciao, ciao.